Nein, warte. Ein Gespenst geht um in Europa. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europas. Alle Mächte des alten Europas. Lass das. Jenny, lies es ihm vor. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten der Geschichte, der Gesellschaft. Das macht so keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Du hast recht, da fehlt der zentrale Absatz. Friedrich, was hast du mit dem zentralen Absatz gemacht? Wo ist der? Schnell. Schub's mich nicht. Hier. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen darlegen und dem Märchen von der Schreckgestalt des Kommunismus oder Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Zeig mal her. Also, ich würde schreiben, ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in zwei feindliche Lager. In zwei große, einander diametral entgegengesetzte Klassen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Die Bourgeoisie hat die persönliche Würde in einen einfachen Tauschwert aufgelöst und anstelle zahlloser verbriefter und wohlerworbener Freiheiten hat sie die einzig und mitleidslose Freiheit des Handels und des Profits gesetzt. Sie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Die Handelskrisen stellen in ihrer periodischen Wiederkehr immer mehr die Existenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in Frage. Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt sie über die Erdkugel. Es entwickelt sich eine Bourgeoisie des allgemeinen Handels und so eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Die moderne Bourgeoisie ähnelt einem Zauberer, der die teuflischen Kräfte, die er heraufbeschworen hat, nicht mehr unter Kontrolle bringt. Die Waffen, womit die Bourgeoisie den Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst.